Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das sind unsere Themen heute. Neues Aushängeschild. Deutsche Fußballnationalmannschaft bekommt neuen Teambus. Interessantes Rennen. Beim Stadtlauf Frankfurt waren Läufer aller Leistungsklassen unterwegs. Starkes Spiel. Rote Teufel Bad Nauheim gewinnen Hessen-Derby gegen Kassel deutlich. Was für eine sensationelle Qualifikation unserer deutschen Fußballnationalmannschaft. 10 Spiele, 10 Siege und zur Belohnung gab es jetzt einen neuen Teambus. Das ist es, das neue Aushängeschild der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das Team von Jogi Löw hat in Frankfurt einen neuen Mannschaftsbus überreicht bekommen. Dem Manager gefällt das neue Gefährt, dem Team hoffentlich auch. Ja, ich hoffe schon. Ich meine, der Mannschaftsbus hat eigentlich schon große Tradition bei uns. Wir fühlen uns da unglaublich wohl. Es war mal eine Zeit, wo man mit der Mannschaft zusammen ist. Und ich glaube, wir erinnern uns alle noch an die Abholung in Berlin als Weltmeister. Und wir hoffen natürlich auch, dass dieser Bus dann 2018 wieder auf uns wartet und wir wieder eine Trophäe nach Hause bringen können. Nach der sensationellen Qualifikation, in der die deutsche Elf 10 Siege in 10 Spielen erzielte, durchaus denkbar. Der Blick richtet sich nun voll auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr, in der das deutsche Team natürlich seinen Titel von Rio verteidigen will. Der Bus dabei so etwas wie das Aushängeschild des DFBs. Ja, ist natürlich auch unser Auftritt und es ist auch irgendwie so ein Wiedererkennungsmerkmal auch für unsere Fans, wenn wir ankommen. Die Anfahrt zum Stadion, die Mannschaft kommt rein und innen drin ist es natürlich so, dass es da an nichts fehlt, wir uns unglaublich wohlfühlen und natürlich auch dann entsprechend so Mannschaftsgefühl aufkommt. Nach der offiziellen Schlüsselübergabe an Trainer Joachim Löw und nach den beiden erfolgreichen Qualifikationsspielen ist die Mannschaft zum ersten Mal in den neuen Bus eingestiegen. Wobei sich nicht jeder hinsetzen kann, wo er will. Es gibt gewisse Stammplätze. Ja, Fußballer sind Traditionalisten. Das ist witzig, wenn sich einer einmal irgendwo hinsetzt, dann bleibt er da. Da wir wenig Fluktuation zumindest bei den Betreuer und Trainern haben, also da haben wir unsere Plätze schon reserviert. Die Spieler variieren immer so ein bisschen, aber natürlich die Stammspieler haben auch schon ihre Plätze gefunden. Mit dem neuen Bus in Richtung Russland, mit dem neuen Bus in Richtung Titelverteidigung und dann auch mit dem neuen Bus in Richtung Fanmeile in Berlin. So die Hoffnungen des deutschen Teams. Es war einiges los am Sonntag in der Frankfurter Innenstadt, denn dort fand der Frankfurter Stadtlauf statt. Vom Profi bis zum absoluten Anfänger waren alle unterwegs. Nervös, konzentriert, fokussiert. Gerade die ambitionierten Läufer in der ersten Startreihe haben sich einiges vorgenommen. Doch nicht nur sie, über 700 Teilnehmer sind dabei beim 10 Kilometer Stadtlauf Frankfurt. Naja, Frankfurt ist schon eine Läuferstadt. Ne? Das sieht man auch am Marathon in 2 Wochen. Das ist ein toller Marathon hier in Frankfurt. Und Frankfurt ist, finde ich, schon eine Läuferstadt in Deutschland. Und wir haben ganz, ganz viel Resonanz von den Läufern dabei. Ja. Vom Jugendlichen bis zum fast 70-Jährigen macht sich alles auf den 2x5 Kilometer langen Rundkurs. Bei der Anmeldung konnten die Läufer wählen zwischen 5 Kilometern und der 10 Kilometer Strecke, wobei die längere Distanz deutlich beliebter war. Naja, der 10-Kilometer-Lauf, das ist schon vielleicht dann auch eine Herausforderung, das zu laufen, eine schöne, schnelle Zeit auch mal zu laufen für sich selber. 5 Kilometer ist vielleicht ein bisschen für den Einstieg, für diejenigen, die erst begonnen haben mit dem Laufsport und noch nicht wirklich sich an die 10 Kilometer herantrauen. Aber die meisten sind natürlich schon dann auch, haben das Interesse, 10 Kilometer zu laufen oder dann die längeren Strecken sogar. Ja. Während die einen gerade die Startlinie überqueren, hat der Führende Aaron Bienenfeld bereits die ersten 5 Kilometer hinter sich gebracht. Und auch bei der Verpflegungsstation hat er keine Zeit vertrödelt. Etwas mehr als 15 Minuten hat der mit großem Abstand Führende für die erste Runde gebraucht. Weit vor seinem ersten Verfolger war er alleine durch Frankfurts Innenstadt unterwegs. Aber ich finde es ganz motivierend, weil dann hat man mehr Aufmerksamkeit, was die Leute an der Strecke angeht. Die sehen dann natürlich mehr und da wird ein bisschen mehr zugeklatscht und zugejubelt. Das finde ich eigentlich auch ganz entspannt. Alleine auf weiter Flur war der Läufer des SSC Hanau-Rodenbach unterwegs. Bienenfeld in diesem Jahr auch der Gewinner des JP Morgenlaufs. Wobei in Frankfurt ist es gar nicht so einfach, schnelle Zeiten zu laufen. Also ich bin schon relativ viel rumgekommen, habe ziemlich viele Strecken gesehen. Die Strecke ist ein bisschen verwinkelt, geht leicht hoch, runter. Dann ein bisschen Slalom laufen bei Überrundung. Also
ja, es ist nicht unbedingt die schnellste Strecke, aber darum geht es hier nicht. Und hier steht der Spaß und Spaß hat es mir definitiv gemacht. Aaron Bienenfeld alleine vorweg. Und dann stehen natürlich auch etliche Überrundungen für ihn an, was ihnen natürlich etwas auffällt und Zeit kostet, er deshalb aber nicht böse ist. Sagen Sie ja so, die Leute, die man überrundet, sind ja immerhin auch Läufer. Die haben genauso Recht, hier zu laufen und haben ja auch dafür bezahlt und sind Teilnehmer. Klar will man natürlich, dass da ein bisschen Platz gemacht wird. Wenn es dann mal nicht richtig klappt, dann ist es natürlich blöd, aber muss man auch verstehen. Wie gesagt, sind genauso Teilnehmer, nur ein bisschen langsamer. Nicht nur bei den Herren werden schnelle Zeiten gelaufen. Auch die erste Frau ist sehr flott unterwegs. Und auch hier gibt es eine große Lücke zu der Zweitplatzierten. Auch wenn die spätere Siegerin immer mal wieder Ausschau nach der zweiten Frau gehalten hat. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich habe halt zwischendurch, weil wenn es ging, wenn man so um Kurven gelaufen ist, habe ich mich schon umgedreht und geguckt, aber ich habe keinen gesehen, da war ich dann erleichtert. Aber die Männer haben mir sehr geholfen, das Tempo zu halten. Da konnte ich mich gut dranhängen. Während viele Läufer gerade auf die zweite Runde abbiegen, ist der führende Aaron Bienenfeld bereits auf dem Weg ins Ziel. Mit einer starken Leistung von knapp über 30 Minuten beendet der Läufer vom SSC Hanau-Rodenbach den Frankfurter Stadtlauf. Die Siegerin bei den Frauen ist nach 37 Minuten und 39 Sekunden wieder im Ziel und hätte selbst bei den Männern noch Platz 11 belegt. Die Gewinnerin zufrieden. Ja, es war sehr gut. Bei Kilometer 8 war mal kurz anstrengend, weil Gegenwind war, aber ansonsten habe ich mich die ganze Zeit super gefühlt. Während sich die Sieger bereits wieder von ihrem Lauf erholen, waren andere noch mittendrin. Aber stets guter Laune und haben sogar noch die Zeit gefunden, den Trinkbecher ordentlich in den Abfalleimer zu werfen. Die Veranstaltung verläuft wirklich reibungslos, glücklicherweise auch aus Sicht der Rettungskräfte. Also zum einen haben wir sehr viel Glück mit dem Wetter, es ist nicht sehr warm, es ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Ja, die Läufer wissen, was sie hier tun. Sie sind, denke ich mal, jeder weiß selber, was er sich zutraut, was er sich nicht zutraut. Ja, keiner überschätzt sich, keiner ist sehr erschöpft, also nicht so erschöpft, wie man es nicht sein dürfte nach den Strecken, die gelaufen werden. Es ist trocken, das ist sehr viel wert, keiner rutscht aus, keiner fällt hin. Wir haben die eine oder andere kleine Blessur trotzdem versorgt. Während sich die Läufer wie ein Lindwurm durch die Innenstadt der Main-Metropole schlängeln und die ersten bereits im Ziel sind, kämpfen andere noch gegen die Strecke, sich selbst und ihren eigenen Schweinehund. Gerade am Ende des Feldes bei Nicole Rünzi. Super, ist mein erster Lauf, 10 Kilometer. Und was ist das Ziel? Die 10, dass ich gut ankomme, die 9,7. Zufrieden und glücklich läuft sie weiter vor dem Besenfahrrad, was hinter dem letzten Läufer fährt, her. Doch nur 2 Kilometer später ist das Besenfahrrad auf einmal weg. Nicole ist nicht mehr das Schlusslicht. Fahrrad ist nicht da, sind nicht mehr Schlusslicht? Nee, nicht mehr das Schlusslicht. Und wie läuft's? Noch fit? Noch fit, ja. Ich habe, glaube ich, die 6,5 ungefähr circa. Läuft super, bin motiviert. Andere dagegen haben ihren eigenen Lauf bereits beendet und stehen schon wieder an der Strecke und warten. Ja, normalerweise, wenn sie 55 Minuten braucht, da kommt sie. Jetzt kommt sie, pünktlich. Pünktlich auf die Minute. Na, da kann sich ein Ehemann aber auf seine Frau verlassen. Anfeuern, abklatschen und dann geht es weiter in Richtung Ziel. Und auch die Jüngste im Feld, Elisabeth Stäbner, ist noch auf der Strecke. Und glücklich, einmal bei den Erwachsenen mitzulaufen. Sonst sind ihre Strecken kürzer. Ja, eigentlich immer 6 Kilometer, aber jetzt 10. Dann war er da, der Moment, auf den Nicole Rünzi so lange hingearbeitet hat. Der Zieleinlauf. Und sie hat sogar noch 3 Läufer hinter sich gelassen. Ja, natürlich, es war super. War mein erster Lauf, perfekt. Die ersten 10 Kilometer, perfekt. Für mich war es in Ordnung, super. Auch der letzte gehört natürlich noch zu den glücklichen Läufern, die die Strecke bewältigt haben. Alberto Sogora überquert nach fast 1,5 Stunden die Ziellinie und war ebenfalls wie der Sieger einfach nur glücklich. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier gleich weiter mit dem Thema Eishockey und dem EC Bad Nauheim. Starkes Spiel. Rote Teufel Bad Nauheim gewinnen Hessen-Derby gegen Kassel deutlich. Gleich im Studio Teufelverteidiger Daniel Stiefenhofer.
Wir sind wieder zurück und sprechen jetzt über Eishockey, genauer gesagt über den EC Bad Nauheim. Die ersten Spiele in der neuen Saison sind getätigt und deshalb wollen wir heute genauer darüber sprechen. Und bei mir jetzt ein Neuzugang beim EC Bad Nauheim, Daniel Stiefenhofer. Neu, habe ich gesagt, hier in Kurstadt, neu in Hessen aus Bayern. Wie gefällt es dir denn? Mir gefällt es sehr gut in Bad Nauheim. Ich habe mich gut eingelebt. Die Stadt ist ruhig, aber sehr schön. Mit den Jungs machen wir sehr viel in der Stadt und ja, mir gefällt es ziemlich gut. Was ist denn so der Unterschied zwischen der bayerischen Heimat und Hessen? Ich würde sagen, der Hauptunterschied ist einfach die Sprache oder der Dialekt. Ich komme ja eigentlich aus dem tiefsten Allgäu, da spricht man ein bisschen anders. Aber so, die Leute sind sehr nett, sehr offen und ja, ich habe keine Einlebungsprobleme. Aber du verstehst jeden und die verstehen dich auch, oder? Ja, ich hoffe. Das ist auch die Hauptsache, ja. Kommen wir zur aktuellen Situation zurück. Ihr seid Stand heute auf Tabellenplatz 6. Da kann man zufrieden sein, oder? Ja, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Momentaufnahme. Mhm. Wichtig war, dass wir gegen die direkten Konkurrenten gewonnen haben. Das haben wir bis jetzt eigentlich immer. Und gestern der Derby-Sieg war für die Fans und für uns in der Kabine die Atmosphäre, das ist einfach super. Was würdest du sagen, was zeichnet euch aus in dieser Saison? Also was zeichnet das Team aus? Ich würde sagen, hauptsächlich der Charakter in der Mannschaft. Wir unternehmen privat sehr viel. Die mannschaftliche Geschlossenheit ist sehr groß. Die Reihen sind relativ ausgeglichen und das ist wahrscheinlich eine unserer Stärken, da zurzeit ja, wir haben jetzt keine Reihe, die jedes Spiel 3-4 Tore schießt, sondern es teilt sich immer auf die verschiedenen Reihen auf und das ist eine Stärke von uns. Ist es auch so, dass man sagen kann, okay, wenn sich das Team wirklich versteht, wenn, wie man so schön sagt, wenn die Teamchemie stimmt, dass man dann auch bereit ist, für den anderen nochmal 2-3 Meter mehr zu laufen? Ja, es macht es auf jeden Fall einfacher. Vor allem jetzt nach der krachende Niederlage in Dresden, wo wir alle eigentlich am Boden waren, weil wir selber sehr enttäuscht waren. Ja, so zurückzukommen, vor allem dann nach dem schnellen 2-0 Rückstand gegen Kassel, das Spiel so zu drehen, ja, das ist einfach wichtig, dass es in der Mannschaft stimmt und ja, so kann man Situationen meistern. Du hast, bevor du jetzt hier nach Bad Nauheim kamst, ein Jahr lang gar kein Eishockey spielen können aufgrund der schweren Verletzung. Wie war denn nach dieser Verletzung das Gefühl, dann wirklich wieder die ersten Heimspiele endlich wieder aufs Eis gehen zu dürfen? Ja, ich habe die ganze Vorbereitung darauf hingefiebert. Ich habe schon immer gesagt, ja, nur noch 2 Vorbereitungsspiele, dann laufen wir hier daheim ein. Und dann das erste Spiel gegen Heilbronn durch den Teufel einzulaufen, war natürlich eine besondere Atmosphäre für mich. Und ja, ich habe mich einfach riesig gefreut. Kann man sich das so vorstellen, wie so ein kleines Kind, was sich auf Weihnachten freut, dass man die Tage zurückzählt und sowas? Ja, tatsächlich. Also mein verletzten Datum, wo es das erste Mal passiert ist, habe ich natürlich im Kopf gehabt. Da habe ich dann immer gesagt, ja, heute vor einem Jahr ist es passiert. Und wo der Tag vorbei war, war ich natürlich erleichtert. Aber wo das erste Heimspiel war, ja, ich habe mich riesig gefreut, dass endlich wieder richtig um was geht. Und war eine super Stimmung im Stadion und ist alles gut gegangen. Hast du denn in der langen Zeit der Verletzungsphase auch mal überlegt, Eishockey, also die Schlittschuhe, ganz an den Nagel zu hängen, ganz aufzuhören? Nach der zweiten Verletzung, ja, da ist man natürlich wieder ziemlich enttäuscht und denkt sich, warum macht man das alles? Aber ja, die ganzen Freunde, Familie, auch der Verein, die haben immer zu mir gestanden und ja, dann war der Gedanke eigentlich relativ schnell vorbei und dann bin ich eigentlich sofort in die Reha eingestiegen. Und was war dann für dich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, ich wechsle jetzt nach Bad Nauheim? Ich wollte unbedingt in die zweite Liga, um einfach für mich herauszufinden, ob ich mithalten kann oder eben nicht. Und ja, Bad Nauheim, ich hatte mit den Verantwortlichen super Gespräche, es war alles sehr familiär. Mein Kumpel, der Domi Meisinger, der Spieler, war letztes Jahr schon da und hat mir eigentlich nur Positives hier erzählt. Und dann habe ich es mir angeschaut und ja, es hat alles gepasst. Und dann hat er ja wohl auch die richtigen Worte gefunden und es hat wohl auch alles gestimmt, weil es scheint ja so, dass du dich ganz wohl fühlst. Und jetzt am Wochenende, du hast es schon mal angesprochen, war das große Hessen-Derby Bad Nauheim gegen Kassel. Was gibt es Schöneres, als einen Derby-Sieg zu feiern? Dabei hat es für die Roten Teufel Bad Nauheim im Spiel gegen Kassel anfangs gar nicht so gut ausgesehen. Noch keine 6 Minuten waren gespielt, da lagen die Nordhessen bereits in Führung. Und nur 40 Sekunden später haben die Schlittenhunde sogar noch einen draufgelegt. Kassel schnell mit der 2:0-Führung.
und sie hatten sogar noch die Chance, in Überzahl auf 3:0 zu erhöhen. Doch die Teufel erkämpfen sich die Scheibe, der Konter war unterwegs und sie erzielen den Anschlusstreffer und das in Unterzahl. Knapper Rückstand zur ersten Pause, Trainer Kujala musste sich etwas einfallen lassen. Doch egal was es war, es hat geholfen. Im zweiten Abschnitt spielte Bad Nauheim deutlich besser. Und wenn man dann nicht weiß, wohin mit der Scheibe, einfach mal aufs Tor. Und Kassels Schlussmann Keller sieht hier alles andere als gut aus. Kassels Trainer Rossi reagiert sofort und setzt Keller, den früheren Torhüter der Teufel, auf die Bank, sehr zu seinem Unmut. Der Torwartwechsel allerdings änderte nichts am Torhunger der Kurstädter. Im Fallen erzielt Nuruddin Bettahar den Führungstreffer. Der Jubel umso ausgelassener. Ja, ich habe lange nicht getroffen. Und das ist mein neues Team. Die Saison hat begonnen. Als Stürmer wollen wir immer halt treffen. Das ist einfach so. Ich bin glücklich, dass es heute geklappt hat. Jetzt waren die Teufel so richtig in Fahrt. Nächster gefährlicher Angriff. Und nächster Treffer. Bad Nauheim erhöht auf 4:2. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die zweite Pause. Und diesmal war Kassels Trainer gefordert, sich etwas einfallen zu lassen. Kassel blieb aber ohne Erfolg, blieb ohne Tor und nahm kurz vor Ende des Spiels den Torhüter vom Eis. Bad Nauheim allerdings kämpfte und befreite sich und erhöhte sogar auf 5:2. Zwar konnte Kassel noch einen nachlegen, das änderte aber nichts am ungefährdeten Sieg. Ich glaube, wir haben sehr hart gearbeitet, 60 Minuten lang. Wir wollten das wieder gut machen vom Freitagsspiel. Wir haben da eine Klatsche bekommen und wir wollten auch zu Hause wieder zurückkommen. Es war ein Derby-Sieg, die Zuschauer haben uns gepusht und wir haben einfach die einfachen Dinge gemacht und deshalb verdient gewonnen auch. Mit diesem Erfolg grüßen die Teufel nun von Platz 6 der Tabelle. Ja, also der Derby-Sieg gegen Kassel, was nimmt man auch so um Sieg mit, gerade wenn es ein Derby-Sieg ist? Positive Stimmung. Ja, wie gesagt, in Dresden war die Stimmung am Samstag im Training ja schon enttäuschend. Aber nach gestern, es war schon eine kleine Aufbruchsstimmung wieder. Jetzt können wir gut trainieren die Woche und am Freitag greifen wir dann wieder neu an. Es gab zu Beginn des Spiels erstmal so ein Kassel-Doppelschlag, war eine kalte Dusche für euch. Was geht einem da durch den Kopf? Oh, jetzt geht's schon wieder los oder jetzt erst recht? Oder wie schwer ist dann so? War natürlich eine unglückliche Situation. Wir waren eigentlich am Drücker und kriegen dann 2 schnelle Gegentore. Anschließend noch eine Unterzahlsituation zu meistern. Ja, und das war wahrscheinlich dann auch der Knackpunkt. Viel nachdenken konnten wir eh nicht. Spiel läuft weiter. Dann schießen wir in Unterzahl dieses Tor und ja, es hat die ganze Mannschaft noch mal ein bisschen gepusht und dann waren wir echt gut im Spiel. Was bedeutet für einen Spieler oder für euch als Team, so, wenn man ein Tor in Unterzahl schießt? Ja, das erste Ziel ist natürlich, kein Tor zu kriegen und dann, wenn man eins schießt, ich würde sagen, das gibt schon ein paar extra Prozente, weil man tut dem Gegner natürlich auch in der Mentalität ein bisschen weh und kann sich dadurch noch mehr pushen. Das heißt, würdest du sagen, dass das Tor vielleicht sowas wie der Wendepunkt im ganzen Spiel war? War auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns und hat ja, uns einen entscheidenden Schub gegeben. Wir waren dann mehr am Drücker und sind immer besser ins Spiel gekommen. Jetzt kommen wir zum Sportlichen oder vom direkten Sportlichen nochmal zu dir ein bisschen. Was machst du sonst so, wenn du nicht auf dem Eis stehst? Ich unternehme eigentlich sehr viel mit Freunden. Natürlich mit den Leuten aus der Mannschaft. Wir waren jetzt ein paar Mal auch in Frankfurt, haben die Stadt ein bisschen angeschaut. In Bad Nauheim sind wir oft in der Stadt Kaffee trinken, essen. Ja, und sonst will ich jetzt wieder mein Studium anfangen, meinen Masterstudiengang. Aber ja, das hat noch ein bisschen Zeit. Ja, du hast BWL studiert. Ist das auch was, wo man sich jetzt schon Gedanken macht über, ja, über die Zeit nach dem Eishockey? Ja, also auf jeden Fall. Eishockey ist jetzt kein Sport, mit dem man ewig leben kann. Und deshalb ist ja, ein zweites Standbein auf jeden Fall wichtiger. Das habe ich jetzt persönlich nach meinen Verletzungen erfahren, wo ich auch nicht gewusst habe, wie es weitergeht. Und deshalb will ich jetzt auch weitermachen.
Du spielst als Verteidiger. War das schon immer so? Und was reizt dich an der Position des Verteidigers? Also als kleiner Junge wurde ich auch gleich hinten reingestellt. Zwischenzeitlich habe ich dann mal auch als Stürmer agiert. Aber ja, über die lange Zeit wurde ich dann wieder Verteidiger, weil es da eigentlich immer einen Mangel gibt. Und Stürmer hatten wir deutlich bessere. Und ja, Verteidiger, klar, als Kind will man immer Tore schießen, als Stürmer natürlich attraktiver, aber als Verteidiger mit der Zeit weiß man, ja, den Job, wo man macht, auch wertzuschätzen, und es macht auch Spaß, vom Gegner Angriffe zu zerstören oder ja, einfach der Mannschaft defensiv zu helfen. Das ist nämlich genauso viel wert. Ist das so eine Entscheidung, die mehr oder weniger, wo man sagen kann, die Sympathie für die Position des Verteidigers kommt so ein bisschen mit dem Alter? Würde ich auf jeden Fall sagen. Weil man erst mit dem Alter weiß oder mit der Spielzeit, dass die Defensivarbeit eben mit an erster Stelle kommt und man den Stürmern eben somit auch viel helfen kann. Kommen wir zum Abschluss der Sendung nochmal ganz kurz zur aktuellen Saison zurück. Wir haben es vorhin gesagt, Platz 6, da seid ihr sehr zufrieden mit, logischerweise auch. Was ist noch drin in dieser Saison für den EC Bad Nauheim? Ja, es ist natürlich relativ früh in der Saison. Ich würde sagen, daheim können wir jedes Spiel gewinnen. Das ist daheim eine ganz besondere Atmosphäre. Wir müssen einfach von Spiel zu Spiel denken, weil die Liga ist ziemlich ausgeglichen. Es gibt ein paar Teams, die werden wahrscheinlich oben dann fortmarschieren, aber der Rest, ich vermute, dass es alles relativ eng bleiben wird. Also das heißt, Platz, du hast vorhin im Vorgespräch mal gesagt, 1, 2, 3 würdest du sagen, das sind so die üblichen Verdächtigen. Ja. Dann gibt es ein sehr breites Mittelfeld, wo im Grunde genommen ja, von Platz 4 bis Platz 10 vielleicht alles drin ist. Ne? Ja, also wir versuchen natürlich immer das Beste und wir hoffen einfach, dass es am Ende mit einem Playoff-Rang oder Pre-Playoff-Platz dann wirklich reicht und ja, wir geben unser Bestes. Da gehe ich von außen, da wünsche ich auch weiterhin viel Glück und vor allem Gesundheit, jetzt wo es in die Saison endlich wieder losgeht, nach dem Jahr Pause. Wir werden das hier, eure Saison weiter verfolgen. Dankeschön, dass du heute bei uns warst. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportshow. Wir sehen uns nächsten Montag wieder, dann zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin wünsche ich eine sportliche Woche. Machen Sie es gut, tschüss und auf Wiedersehen.